Praxen und Praktiken des Erziehens heißt es hier in unserem Seminar. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Praxis vorstellen. Das ist die Praxis des Übens und der Übung. Ausgangspunkt ist zunächst einmal der schlechte Ruf der Übung. Sie kennen das alle. Ja. Wird oft mit Paukendrill, Stumpfsinn, Disziplinierung in Verbindung gebracht. Ja. In der Didaktik, in der Lerntheorie ist sie unterbestimmt. Ja, auch in der allgemeinen Erziehungswissenschaft beschäftigt sich kaum einer mit ihm. Wir finden einige Zugänge in den Fachdidaktiken. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Auch die empirisch-quantitative Unterrichtsforschung, zum Beispiel die TIMSS-Videostudie von 1995 oder die Koaktivstudie gehen auf Üben ein. Das ist für die ein Qualitätsmerkmal des Unterrichts, was ich gut finde. Sie haben aber hier so ein Dual drin. Sie unterscheiden, das stammt aus der Mathedidaktik, zwischen repetitiven und intelligenten oder anspruchsvollen Üben. Das ist eine traditionelle Unterscheidung. Was ich hier machen möchte, ist, ich möchte eine Theorie der Übung vorstellen und eine Praxeologie der Übung, weil all diesen Zugängen fehlt eigentlich eine theoretische Fassung. Sie sind sehr disparat und die einen machen es so, die anderen machen es so, aber es gibt eigentlich keine bildungs- und erziehungstheoretisch fundierte Theorie der Übung. Das möchte ich hier vorstellen. Ja, also wenn wir uns hier in unserem Kulturkreis mit Üben beschäftigen, dann lässt sich das historisch und genealogisch ganz gut zeigen, dass wir es eigentlich in einer starken Technisierung, Mechanisierung und auch Finalisierung auf ein Ziel hin, auf einen Output hin, der Übung zu tun haben und dass damit bestimmte duale oder dualistische Konstruktionen verbunden werden. Wir unterscheiden hier zum Beispiel einerseits Kreativität, das wird dann oft mit Spiel in Verbindung gebracht, und Übung. Das ist so, ja? Kinder, die spielen, die üben nicht, und Leute, die üben, die spielen ganz bestimmt nicht. Also um Klavier spielen zu können, muss ich aber vorher üben, aber das ist kein Spiel und das ist auch nicht kreativ. Ja, wir haben also, ich nenne das hier so einen Unterschied zwischen Transpiration und Transformation. Ja. Transpiration, die ganze Sache ist anstrengend, ja. da wird geschwitzt und dann erst, ja, geht's los. Oder wir haben diesen Dual zwischen Kontinuität und Diskontinuität. Ja, die Übung ist kontinuierlich, aber Bildungsprozesse zum Beispiel, die sind diskontinuierlich, ereignishaft. Finden wir zum Beispiel in Herrn Kollers Transformationstheorie. Ja, da wird die Übung, nicht nur die Übung, sondern das Lernen natürlich auch in die Übung, eigentlich ausgeschlossen, von Bildung abgegrenzt. Also Bildungsprozesse sind da ganz bestimmt keine Übungsprozesse und umgekehrt. Oder wir haben den Dual zwischen Aktivität und Passivität. Ja? Also man lässt sich dann sozusagen im Üben, überlässt man sich entweder der Aktivität des Erziehenden, der Erziehenden, dann ist man aber sozusagen unterdrückt. Ja? Dann geht man davon aus, dass die Übung irgendwie auch diszipliniert oder automatisiert. Dann ist der Aktive der Erziehende oder die Erziehende. Andersherum wird davon ausgegangen, dass Üben irgendwie eine Aktivität ist, die linear, ja, kontinuierlich passiert und dass gerade keine diskontinuierlichen Sachen stattfinden. Also eigentlich Üben nur aus einer aktiven Tätigkeit besteht. Ja, diese beiden anderen Duale werde ich gleich noch genauer erklären. Die werden gleich noch deutlich an ein paar Beispielen. Wenn Sie sich jetzt diese Bilder anschauen, dann wird schon relativ schnell klar, Üben ist eigentlich nicht nur eine pädagogische, sondern erstmal eine kulturelle Praxis, die wir nicht nur in Europa haben. Ja, in Sport, Religion, Militär, Therapie und so weiter, ja, stammt aus den religiösen und kulturellen Praxen. Und wenn wir uns genau angucken, dann könnte man sagen, geübt werden erstens Fertigkeiten, gehen, greifen, Fahrradfahren, zweitens Fähigkeiten, verstehen, begreifen, Aufmerksamkeit, auch kritisieren und urteilen, kann man nur üben, und drittens Einstellungen und Haltungen, Gelassenheit, Achtsamkeit, Solidarität und so weiter. Das heißt also,
Wir haben eine im Üben sozusagen drei Dimensionen, die wir mal heuristisch unterscheiden können. Das eine ist das Einüben von etwas. Wenn ich Fahrradfahren übe, dann übe ich auch eine bestimmte Bewegungsabfolge ein. Zweitens übe ich das aus. Ein Einüben geht gar nicht einfach so. Ich muss es immer tun. Das heißt, ich muss, wenn ich etwas einübe, immer auch etwas ausüben. Darin übe ich aber dann mitgängig eben diese Fähigkeiten ein, zum Beispiel Konzentration. Und indem ich das tue, einübe und ausübe, übe ich auch immer mich selbst. Ich gebe mir eine Form oder einen Stil. Ich fahre nicht einfach Fahrrad, sondern im Ausüben des Fahrradfahrens nehme ich zum Beispiel die Welt ganz anders wahr und werde ich auch anders wahrgenommen. Das heißt, das Selbstverhältnis korrespondiert hier mit dem Weltverhältnis. Wir haben hier schon die klassische Struktur einer Bildungstheorie drin. So, nehmen wir jetzt noch ein paar Merkmale des Übens, dann mit dem Ziel, Üben von anderen Praxen abzugrenzen, könnte man erstmal sagen, geübt wird nur das, was nicht durch Entschluss oder Willen direkt ausgeführt werden kann. Also wozu Wissen, Erkenntnis, Kognition nicht ausreichen. Die Übung ist eine auf Stetigkeit und Dauerhaftigkeit angelegte Lernform, also besteht aus Wiederholung. Geübt wird eigentlich immer nur dann, wenn man das, was man üben will, eben nicht kann. Wenn man enttäuscht oder irritiert wird, ist eigentlich auch selbstverständlich. Ne? Wenn ich es könnte, müsste ich es ja nicht üben. Pädagogisch ist aber sehr wichtig, komme ich gleich noch drauf, weil da taucht dieser Begriff oder die Erfahrung von Negativität auf, vom Nicht-Können. Das macht das Üben so anstrengend. Üben ist ein Handeln auf Probe. Ja? Den Ernstfall kann ich gar nicht üben. Ich kann mich aber übend auf den Ernstfall vorbereiten. Das macht die Feuerwehr. Und im Üben könnte man sagen, kommt gewusstes Können und gekonntes Wissen zusammen. Üben ist auch immer implizit strukturiert. Das werde ich gleich noch genauer erklären. So, wenn wir das pädagogisch, es kommen drei Präzisierungen, pädagogische, bildungstheoretische und erziehungstheoretische Präzisierung. Pädagogisch, üben. Ja, also wenn wir das nehmen, jetzt zum Beispiel den Begriff des Trainings, dann ist der sehr stark an Output, Erfolg und messbaren Erfolg orientiert. Pädagogisch müsste man sagen, ja, dieses Können, was gegebenenfalls dann Ziel des Übens ist, bedeutet aber nicht ausschließlich nur Output, messbarer Erfolg, Ranking und Scores, sondern umschalten, Perspektive vom Ergebnis auf den Prozess würde bedeuten, es geht hier auch um Kultivierung. Es geht also nicht nur darum, irgendwie etwas zu können, sondern es geht eben auch darum, gut, schön oder lustvoll die Sache zu können. Nicht nur zu rudern oder Rad zu fahren, sondern hier einen besonderen Stil auszubilden. Nicht nur schreiben zu lernen, sondern schön schreiben zu lernen. Nicht nur singen zu lernen oder zu üben, sondern schön singen zu üben. Das ist eine Kultivierung. Ja, diese Kultivierung also, könnte man sagen, hat auch mit Formierung und Transformierung zu tun. Das ist das alteuropäische Cura, kommt daher, Sorge, ne, Selbstsorge, Kultur, die Kultivierung. Das ist also eine alteuropäische Perspektive darauf. Erfahrungstheoretische Präzisierung. Ja. Üben ist also, lässt sich von Lernen unterscheiden, insofern als das Üben alle wiederholenden durch Negativität und auf Kultivierung zielenden körperlich-geistigen Praxen umfasst, die man nicht sofort durch Wille oder Entschluss ausführen kann. Das sind Übenspraxen. Üben ist daher nicht Spiel, weil Üben ist eine anstrengende und fordernde Tätigkeit, ja, die vor allem durch diese negativen Erfahrungen gekennzeichnet ist und deswegen immer Anstrengungsbereitschaft, Fehlertoleranz beinhaltet. Üben ist auch eine Form, also kann man sagen, eine Praxis der Macht, wirkt subjektivierend, insofern, dass auch gesellschaftliche Normen durch Übung sozusagen inkorporiert werden.
Ja, also Übungen wirken auch disziplinierend, normalisierend. Ja? Üben ist aber auch eine ethische Praxis. Denn durch die wiederholende Übung kann ich Gewohnheiten ausführen und kann ich gegebenenfalls eine Haltung ausbilden. Griechisch Ethos. Ein Ethos lässt sich nur durch Übung erwerben und nicht durch Instruktion, ja, oder durch Reflexion. Ich muss es tun. Ja, also das ist der alte Aristoteles, der sagt schon, Gitarrespieler werde ich dadurch, dass ich Gitarre spiele, ja, und nicht durch die Reflexion auf die Regeln des Gitarrenspielens. Ja. Und das Implizite oder die Praxis, ne, ein Schachspieler werde ich nur dadurch, nicht dadurch, dass ich mir die Regeln des Schachspielens aneigne. Oder mir irgendwie ein Lehrer sagt, lern die mal auswendig, dann kann ich immer noch kein Schach spielen. Muss ich schon tun. Und darin kann ich diese Haltung ausbilden. Erziehungstheoretische Präzisierung. Also, ich unterscheide Üben von Übung. Während Üben der individuelle Prozess ist, ist die Übung der edukative Begriff, das heißt die pädagogische Inszenierung des Übens. Bedeutet also, wenn ich eine Übung mache, dann gibt es einen Erzieher, Erzieherin, Pädagogin, die Übensprozesse erzieherisch anleiten. Ja, so. Das heißt also, ich habe einen edukativen Begriff, das ist die Übung. Ich habe einen individuellen Begriff, einen Begriff der Praxis, das ist das Üben. So, dann unterscheide ich noch einmal einen weiten und engen Begriff. Also der weite Begriff des Übens wären alle wiederholenden Praxen, der enge Begriff wären dann diese Praxen, die auf Können und auf Kultivierung der Praxis gerichtet sind. Und noch enger wäre der Begriff dann, der durch erzieherische Anleitung mit diesem Ziel den Prozess des Übens ausführt. Also das wäre die erziehungstheoretische Präzisierung. Das lehnt sich an Pranges pädagogische Differenz, der unterscheidet Erziehen von Lernen. Ich würde jetzt hier Üben von Üben, Übung von Üben unterscheiden. Sie nicken alle, ist bekannt. Was das hier rechts heißt mit der fungierenden Intentionalität, das kommt jetzt noch gleich. So, ich habe das in meinem Buch mal auf unterschiedliche Praxen des Übens bezogen: bewegen, imaginieren, also Fantasie, verstehen, urteilen, kritisieren, unterrichten. An anderen Sachen haben wir jetzt ein Projekt gemacht: kognitive Aktivierung, lässt sich das eigentlich üben? Fremdsprachen üben, Ethos und Haltung üben, hatten wir letztens noch ein Projekt hier dazu. Kleiner Blick nach China, um mal die europäische Perspektive mal ein bisschen zu irritieren, weil wir ja auch oft in China sind. Ja. Also dort erstmal gibt es keine begriffliche Unterscheidung zwischen Üben und Lernen. Das wird alles mit dem Begriff Liangzi bezeichnet. Für die gibt es das also nicht, diese Unterscheidung, die wir haben, zwischen Lernen und Üben, zwischen Wiederholen einerseits, ja, also linearen und dann irgendwie diskontinuierlichen Lernen. Ja, oder zwischen einerseits Aha-Momenten, ja, und dann diesen furchtbar schweißtreibenden, wiederholenden Sachen. Ja, für die hängt eigentlich Lernen und Üben immer mit der Anstrengungsüberwindungsbereitschaft, die nennt das ja sogar Aufopferungsbereitschaft. Ja, und die würden auch sagen, Lernen und Üben hat gar nichts mit individueller Begabung zu tun, sondern insbesondere mit dieser Motivation, mit der Ausdauer und Beharrlichkeit der Person. Und chinesische Studierende, ja, die zeigen die enorme Beharrlichkeit. Ja, zugleich sehen wir auch dort, das wird in der Lehr-Lernforschung als Paradox of the Chinese Learner bezeichnet, gerade in der Mathematik, Didaktik und Matheforschung, ja, dass die durch Wiederholen, ja durch auswendig Lernen, aber durch auch Variation der Formate zu einem, die nennen das Deep Level Approach kommen, das heißt zu einem vertieften Verstehen von Aufgaben. Die können Aufgaben lösen, die können hier unsere europäischen Schüler kaum lösen und nur ganz wenige. Als Paradox erscheint das uns Westlern, wie man eigentlich zu so einem tiefen Verständnis durch auswendig Lernen und rein repetitivem Üben kommt.
Für die Chinesen gibt es aber gar keinen Gegensatz zwischen Repetition und Transformation, zwischen Wiederholung einerseits und plötzlich blitzartigem Einfall. Das ist für die völlig fremd. Ja? Dahinter steht, und das kommt jetzt gleich, dass man die Wiederholung mal anders fassen muss, nämlich als produktive Wiederholung. Das andere ist, der dritte Punkt ist, den wir auch von den Chinesen lernen können, das Thema der Konzentration. Ja? Für die ist die Konzentration immer verbunden mit Atem und Rhythmus. Geübt wird immer in einer bestimmten Situation. Und schon Eltern fordern die Kinder auf, beim Üben die Atmung zu beachten, den Rhythmus der Tätigkeiten mit einzubeziehen. Ja? Und diese Entspannung, diese Anspannung im Üben ist bei ihnen ganz schnell auch verbunden mit einer Entspannung, mit einem Loslassen. Das wird in westlichen Theorien mit Mindfulness oder Achtsamkeit übersetzt. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel hier. Kollege, ja, der malt hier gerade was, das hängt hier vorne über der Tür. Es ist also die chinesische Kalligraphie, eine lange, lange Übung. Ja, der malt also nicht irgendwelche Zeichen einfach mal so hin, sondern das ist eine Kunst, die eingeübt werden muss. Also hier kommt Kunst auch von Können. Und die sozusagen der. Könnte sagen, hier François Chen ist ein berühmter französischer Sinologe, der beschreibt das so. Die höchste Konzentration in der Übung, an diesem Punkt geschieht etwas. Ja, die nennen das, die Chinesen nennen das leere Handgelenk. Dann passiert also etwas, das würden wir im Westen als Flow bezeichnen. Plötzlich haben wir den Eindruck, dass bei dieser höchst angespannten Tätigkeit mit unserem Bewusstsein etwas passiert, nämlich dass wir Raum und Zeit irgendwie vergessen. Dass wir auf einmal in der Praxis selber drin sind, Raum und Zeit uns irgendwie zerfließt sozusagen. Deswegen Flow. Ja, das ist für die Chinesen aber ein Effekt des Übens und nicht eine psychologische Disposition oder ja, der Begriff Flow kommt ja aus der Motivationspsychologie, ja, Csikszentmihalyi, ja, der würde sagen, es ist eine Passung zwischen Können und Herausforderung. Ja. Wichtig ist hier also diese Selbstvergessenheit und euphorische Stimmung ist also sowohl bei Csikszentmihalyi als auch bei den Chinesen ein Effekt des Könnens. Man kann etwas, dann passiert das. Interessant ist aber, dass dieses Können hier plötzlich zu einer Dezentrierung des Subjekts führt. In der Anspannung kommt plötzlich eine Art Entspannung. Ja? Und das gehört aber irgendwie zusammen. Das ist gar nicht ein Widerspruch. Sehr interessant. Mit unseren Mitteln würde ich jetzt mit Fink sagen, das ist also fungierende Intentionalität. Das ist zwischen Aktivität und Passivität angesiedelt. Ja? Also ein medialer Charakter. Zwischen Intentionalität und Nicht-Intentionalität. Die Intentionalität des Übens bricht sich dort, ja, im Modus einer Passivität. Zwischen Zentrierung und Dezentrierung, zwischen Repetition und intelligentem Üben. So, das waren jetzt nur mal ein paar Kennzeichen des Übens. Jetzt geht es weiter. Jetzt will ich nur drei Aspekte einer Theorie des Übens noch mal kurz hervorheben. Hier gibt es noch mehrere, die ich jetzt hier nicht benennen kann. Das erste ist die Leiblichkeit, das zweite sind die negativen Erfahrungen, das dritte ist die Wiederholung. Und ganz am Ende werde ich dann nochmal auf die erzieherischen und erziehungstheoretischen Aspekte des Übens im Modus der Übung zu sprechen kommen. Also, leibliche Praxis der Verkörperung, Beispiel Fahrradfahren, ja. Sieht man schon, wenn man phänomenologisch vorgeht, ist der Leib kein Objekt, sondern ist eigentlich unser Medium zur Welt. In der Welt und zur Welt. Das heißt, wir könnten uns zwar objektivieren in unserem Leib, aber der Leib selber ist kein Objekt und kein Gegenstand. Insofern ist der Leib selber etwas, was geformt wird. Wir nennen das auch verkörpert wird, aber nicht im Sinne der Objektivierung. Merleau-Ponty würde sagen, die Bewegung ist dann verstanden, wenn der, äh, eine,
ist dann erlernt, wenn der Leib sie verstanden hat, wenn er sie in seiner Welt einverleibt hat. Seinen Leib bewegen heißt immer, durch ihn hindurch auf die Dinge abzielen, in einer Aufforderung entsprechen lassen, die an ihn ohne den Umweg irgendeiner Vorstellung ergeht. Ohne eine Vorstellung, das heißt nicht repräsental im Modus von Kognition, ne, oder Intellekt, sondern wir haben ein leiblich direktes Verhältnis zu den Dingen, zu den anderen, zur Welt, und darin sozusagen formt sich der Leib hier im Modus der Bewegung. Das heißt, üben könnte man als Verkörperung im Modus des Könnens bezeichnen. Eine Inkorporation. Darin bildet sich ein Körperschema aus, sagt Merleau-Ponty. Ja? Man könnte auch mit Plessner von Verkörperung sprechen. Der hat ja die Theorie der Exzentrizität entwickelt, die ich sehr interessant finde. Das heißt also ein Verhältnis zu Verhältnis. Es ist nicht nur ein Körperschema, sondern es bildet sich darin auch ein Verhältnis nochmal zu diesem Körperverhältnis aus. Ja, es ist also gebrochen oder doppelt reflexiv, könnte man sagen. Ja? So, diese Erfahrung wird geübt, und zwar im Modus der Wiederholung. Ja, man könnte sagen, das ist schon eine Form der Sozialisation, wobei diese Sozialisation hier schon wieder in diesem Doppelmodus gedacht werden muss. Bourdieu nennt das Habitus, und zwar als strukturierte und strukturierende Struktur gleichermaßen. Begriff von Bourdieu, Strukturübungen. Ja? Husserl, das hat er von Husserl. Husserl nennt das eine Sedimentalisierung oder eine Habitualisierung von Erfahrungen und von Gewohnheiten. So, also Üben hat in der Perspektive stark mit Gewohnheitsbildung, mit Meinungsbildung, mit Ausbildung von Habitus und Habitualisierungen zu tun. Wobei die nie einfach nur deterministisch zu verstehen sind. Ja? In dem Sinne, da wird irgendwie etwas mehr oder weniger einfach nur disziplinatorisch einverleibt, sondern immer ist jetzt unter der Perspektive der Leiblichkeit das Verhältnis dazu noch einmal das Entscheidende. Also ich kann, indem ich Fahrradfahren übe, nicht nur die Bewegung erlernen, sondern ich kann auch mich zu meiner Bewegung noch einmal verhalten. Ich kann auf eine ganz bestimmte individuelle Art und Weise Fahrradfahren üben. Ja, so, das unterscheidet, also es ist zugleich eine, könnte man sagen, eine Norm, aber in dieser Norm finden sich individuelle, subjektivierende, abweichende Momente. Ich möchte das nochmal am anderen Beispiel deutlich machen. Ja? Auch geistige Übungen, ja, lassen sich unter der Perspektive der Leiblichkeit betrachten. Also es sind nicht nur einfach Bewegungsübungen. Geistige Übungen oder lateinische Meditation sind eben auch Leibesübungen. Und jeder, der irgendwie auch meditiert, sei es im Modus des Yoga oder des Zen, na, bezieht sich immer auf die Welt und hat immer ein Korrelat und einen Gegenstand. Also wenn ich Yoga mache, dann bewege ich meinen Körper, dann mache ich nämlich auch eine Leibesübung. Auch wenn ich meditiere geistig, atme ich. Ja, im buddhistischen Sinne geht es um den Atem. Es ist also nie nur einfach nur kognitiv, es ist immer auch eine Tätigkeit. Oder die antiken Philosophen, ne, machten das dann im Modus des Schreibens, des Gehens, des Dialogisierens. Es war immer mit einer Praxis verbunden. Ja. So, also das ist natürlich asketische Praxen, Exerzitien, philosophische Meditationen oder eben fernöstliche Meditationen. Ja, lassen sich also so beschreiben, dass hier das Bewusstsein sich auf etwas konzentriert, fokussiert und gleichzeitig dieser Moment des Loslassens und Öffnens passiert. Ja, im Zen, im Yoga und so weiter. Ja, das hatten wir eben philosophisch, ja. Die Griechen nannten das Prosoche. Ne? Das ist ein altes Wort, kannten die auch schon. Also hier sieht man schon, diese geistigen Übungen als Leibesübungen haben eigentlich auch genau die gleichen Kennzeichnungen. Und wir dürfen nie nur einfach von Körperlichkeit ausgehen oder von einem deterministischen Verständnis oder rein funktionalen Verständnis. Zweiter Aspekt, Negativität im Üben. Ne? Also es ist vielleicht ganz simpel, ne? Man übt ja, weil man es nicht kann. Also geht es auch um Nichtkönnen
um Negativität im Üben. Also ja, Widerständigkeit der Welt, Scheitern könnte man sagen, ja. Negative Erfahrungen, Enttäuschungen, Irritationen, Nichtkönnen, Nichtwissen, Vergessen, Nichtverstehen, Missverstehen, Fehler sind also Voraussetzungen im Betriebsmodus des Übens, müsste man sagen. Und die sind verbunden einerseits mit Erfahrungen der Entmutigung, der Unlust, Frust, Verzweiflung, Fremdheitserfahrung, ne, die gehören dazu. Deswegen diese Anstrengungsbereitschaft, Überwindungsbereitschaft. Aber in der Bildungstheorie lassen sich diese negativen Erfahrungen als sehr positive Voraussetzungen eigentlich bezeichnen. Ne, von Umlernen, eines Blickwechsels, eines Umübens. Ja. Also bildungstheoretisch fassen wir die eigentlich als sehr produktive Momente, eigentlich als die zentralen Momente einer bildenden Erfahrung. Ja, Herr Benner würde sagen, das ist dieser Zustand zwischen Können und Nichtkönnen, der sich genau dort einstellt. Dann haben wir es auch mit einem Übungsprozess zu tun. So, dann könnte man sagen, wenn das stimmt, dann sind durch die negativen Erfahrungen wird eben möglich, dass diese Formationen und Verkörperungen auch veränderbar sind. Dass sie eben nicht nur einfach vorliegen, sondern dass man sich zu ihnen noch einmal verhalten kann. Und gerade in den negativen Erfahrungen wird es möglich, Körperschema, Habitus und Bewegungsgewohnheiten zu modifizieren. Wie genau, werde ich jetzt gleich noch erklären. Das hängt mit dem dritten Punkt zusammen, nämlich mit der Wiederholung. Ja, hier wieder scheinbares Paradox zwischen Kontinuität und Diskontinuität, das wir hier im Westen haben. Wenn man sich die Theorie der Wiederholung anguckt, das ist eine zeittheoretische Fragestellung, dann könnte man also sagen, eigentlich ist die Wiederholung eigentlich nie die Repetition desselben, sondern immer eine Veränderung wird möglich. Also es ist etwas, was als Ähnliches wiederkehrt. Allein schon logisch ist es eigentlich völlig unlogisch zu sagen, ja, wenn etwas wiederholt wird, ist dasselbe, ja, ist es derselbe Gegenstand, sondern allein durch die Zeit, die vergangen ist, muss es schon etwas anderes geworden sein. So, dass diese sozusagen, ich nenne es eine temporale Differenz, macht es möglich, dass in der Wiederholung Variation und Kreativität möglich wird. Variation ist ein großes Thema, ja, zum Beispiel in der Kunst. Ja, in der bildenden Kunst, in der arabischen Kunst, in der Musik und so weiter. Ja, da werden immer Themen variiert. So, da kommt das her. Ja, Waldenfels nennt das eine Wiederkehr eines Ungleichen als eines Gleichen. Bezeichnet das als die verändernde Kraft der Wiederholung. Überhaupt würde der sagen, dass Veränderung durch Wiederholung stattfindet. Wir sind im Westen ja gewohnt, dass wir da irgendwie so Geistesblitze irgendwie als Veränderungen, ne? Oder die genialen Menschen, ne? Wo sich dann plötzlich der Geist heruntersenkt. Das sind die, ja? Das sind die großen Veränderer. Hier wäre jetzt eine andere Perspektive: aus der Wiederholung entsteht eigentlich die Veränderung. Derrida bezeichnet das als performative Wiederholung, wo er sagt, dass eigentlich, ja, der bezieht sich hier auf Husserls Zeitanalysen, im Kontinuierlichen auch das Bruch und Ereignishafte wieder auftaucht. Man könnte also sagen, in der Wiederholung und insbesondere in der negativen Erfahrung, die ein Bruch in der Kontinuität der Wiederholung bezeichnet, wird etwas möglich, das Ereignis. Das Ereignis wäre dann, ein Verhalten zu diesen Verhältnissen noch einmal aufzubauen. Das ist der bildungstheoretische Dreh der Übung oder des Übens. Ja, also man müsste hier aber Kontinuität und Diskontinuität zusammendenken und ebenfalls Routine, Habitus, Gewohnheit aus dem Dual zwischen bloßer Affirmation und verändernder Transformation mal herausholen. Ja, dann, erst dann kann man das so denken. Das nennen wir also eine temporale Differenz und ich würde sagen Übungen, hier steht schon der edukative Begriff, nutzt diese negativen Erfahrungen und die zeitliche Differenz, um gegebenenfalls diese Veränderung möglich zu machen. Wäre also eine gezielte Einflussnahme, üben also als Fokussierung auf diese
negativen Erfahrungen. Repetitive Übungen stehen also nicht im Gegensatz zu transformatorischen und intelligenten Übungen, sondern es wird eigentlich mit ihnen nur, in ihnen wird mit der Wiederholungsstruktur anders umgegangen. Ja, Zeiten könnte man das so zeittheoretisch überspringe ich mal, das wäre also oben eher diese Finalisierung der Übung, unten die mechanische Repetition und das Modell, was ich hier vorgestellt habe, wäre eher sozusagen die Übung, wo das Kontinuierliche mit dem Diskontinuierlichen irgendwie zusammengedacht wird. Dann könnte man also sagen, in diesen negativen Erfahrungen findet also diese Rückwendung statt. Und zugleich wäre eigentlich der Flow, oder Montessori würde sagen, die Polarisation auch mit dieser Wiederholungsstruktur, finde ich sehr gut zu erklären. Da zeigt sich also, dass Üben eigentlich eher eine ganz kreative Funktion hat, ja, und nicht diese automatisierenden und ausschließlich disziplinierenden Aspekte, die ich ja eben genannt habe. Letzter Punkt, erzieherische Übung. Jetzt komme ich mal auf die edukativen und erziehungstheoretischen Aspekte zu sprechen. Also, ich würde die edukative Inszenierung des Übens in pädagogischen Situationen als Übung bezeichnen. Ja, also das, was wir hier gehört haben, zum Beispiel von Herrn Giese in der Sportpädagogik, ja, das sind Übungen. Da wird durch pädagogische Anleitung Übungsprozesse inszeniert. Ja, mit dem Ziel der Kultivierung von Fähigkeiten, Fertigkeit und der Person gleichermaßen. Ja, funktionieren im Sachfach- und Kulturbezug, also als Ein- und Ausüben. Und didaktisch wären hier sich ganz, das kann ich jetzt nicht genauer ausführen, Situation und Gestalt entscheidende Begriffe. Also der Kontext, in dem das stattfindet, als wichtige Kriterien einer didaktischen Gestaltung der Übung. Didaktische Probleme der Übung, ja, die haben wir am Beispiel der Bewegungsübung hier ja auch schon diskutiert, beim Skifahren, ja, oder beim Schachspielen. Die Regeln für das Skifahren kann ich eigentlich nicht explizieren. Und es, auch wenn ich sie wüsste oder kennte, würden sie für die Ausführung der Bewegung überhaupt gar keinen Nutzen haben. Ja, also ich kann das nicht explizieren. Aber ich kann auch in Form von Regeln das Üben nicht anleiten. Der physikalische Begriff zum Beispiel vom Gleichgewicht nutzt überhaupt nichts. Die Regeln, wie man Gleichgewicht hält, nützt überhaupt nichts hinsichtlich des Erlernens oder des Einübens vom Fahrradfahren. Ja, das kann ich auch ohne diese ganzen Regeln. Zugleich taucht dieses hier sogenannte Tausendfüßler-Phänomen auf. Ne? Die Musiker kennen das. Ne? Wir haben ein Stück, wir wissen, etwas kann ich nicht, fokussiere ich mich drauf, ne? Wird es auf jeden Fall zum Problem. Ja. Ja. Also das würde Polanyi sagen, wir brauchen also dabei ein distales Bewusstsein, müssen vom fokalen Bewusstsein Abstand nehmen. Ne? Das ist so ne? Bei Polanyi die Frage, wenn ich eine Treppe hochgehe, dann darf ich nicht auf die Stufen gucken, sondern ich muss dahin gucken, wo ich hingehen möchte. Wenn ich über ein Seil balanciere, darf ich nicht nach unten gucken, ich muss nach vorne sehen. Und so ist das bei den Übungssachen auch. Ja. Also das sind Probleme, die kann ich jetzt sozusagen, deren Lösung kann ich jetzt nicht irgendwie aufgrund der Kürze der Zeit nicht darstellen. Ich kann aber ein paar Aspekte mal benennen, die für didaktische Inszenierungen der Übung nützlich sind. Erstens, Isolation. Das Prinzip der Zelle. Beschränkung der Situation, der Handlung, der Wahrnehmung, des inhaltlichen Umfangs. Wenn ich das mache, ist Konzentration und Polarisation wahrscheinlicher. Zweitens, in die Wiederholung Transfer einbauen, also Neues, Unbekanntes einbauen. Didaktisch sehr schwierig, die Reichweite des Transfers zu bestimmen. Ja, die Leute mit den Aufgaben nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Drittens, Variationen einbauen. Verzögerung, Rhythmisierung, Perspektivverschiebung, Kontrastbildung, Reihenfolge, Zusammenstellung. Zeit und Raum ließen sich durch Variation verändern. Ja, in der Didaktik ist das dann runtergebrochen, zum Beispiel auf Aufgabenformat. Rekomposition. Wenn ich isoliere und analysiere, das heißt Teile herausnehme, ist es für eine Übung
entscheidend, dass ich das wieder zusammensetzen kann, dass ich das zu einem Ganzen wieder zusammensetze. Das heißt, in einer Übung muss dem Übenden klar werden, und das kann nur sozusagen unter Anleitung geschehen, dass das Teil der Übung, dass der, das Teil, Teil eines Ganzen ist. Der Bezug zum Ganzen muss also da sein. Das heißt, Sinnzusammenhang und Ziel muss transparent gemacht werden. Das nenne ich eine Rekomposition. Ja, also ne, Üben sind ja oft kleinteilig, muss es aber wieder zusammensetzen. So, Chancen und Gefahren der erzieherischen Übung, klar. Ne, Beschränkung, Polarisation wirken disziplinierend. Es geht um taktvolle und dosierte Inszenierung negativer Erfahrungen, ne, als Zentralmoment der Übung. Ja, manche nennen das also Unterstützung, Beratung, Coaching, Scaffolding, ne, wird, so wird es heute genannt. Entscheidend ist aber hier, dass der Übende sachlich orientiert unterstützt wird. Ja, dass man also einerseits, ne, man könnte es ja auch als psychologisches Problem nehmen und sagen, ja, der hat ein Motivationsproblem. Das meine ich ja nicht, ja, sondern ich meine unter einer pädagogischen Perspektive, es geht immer um die Sache. Ja, es geht immer um das, was geübt wird. Also eine Hilfestellung beim Atmen oder beim Fahrradfahren oder bei der Lösung einer Matheaufgabe. Und dazu brauche ich schon Diagnosekompetenz, zu wissen, wo genau eigentlich der Fehler oder das Nichtkönnen im Kontext des Könnens auftritt. Das ist entscheidend. Dritter, letzter Punkt ist, dann geht es also nicht darum, Fehler zu vermeiden oder jetzt zum Beispiel im Unterricht schamhaft zu umgehen, ja, bloß die Schüler nicht beschämen, sondern andersherum, gerade diese negativen Erfahrungen als produktiven Ausgangspunkt von Übungsprozessen zu nehmen. Ja, Fritz Oser nennt das das Bermuda-Dreieck, ja, wo alle Pädagogen drumherum schiffen und das bloß nicht irgendwie, irgendwie anfassen wollen, da reinfahren wollen. Ja, also es geht auch in der Übung immer um Inszenierung von Nichtkönnen, Enttäuschungen und Irritation als Grundproblem der Didaktik. Also wir haben ja, jetzt wieder dieser Begriff fungierende Intentionalität, eine Doppelstruktur in der Übung von Wiederholung, Ereignis, Aktivität, Passivität, Vulnerabilität, Sozialität, nicht-intentionalen und intentionalen Momenten. Das heißt, nicht intentional und intentional bedeutet einerseits, dass ich im Üben auch Sachen mitgängig einübe, die nicht intentional angesteuert werden. Beispiel, wenn ich dem Kind sage, halt das Messer so und so, sprich das so und so aus, dann greife ich ja also gesellschaftliche Normen oder Fink würde sagen Sitten auf, die sich eigentlich einerseits einer direkten Explikation entziehen, denn damit leibe ich ja sozusagen bestimmte Formen zivilisatorischen Umgangs mit ein. Die sind auch immer normalisierend und disziplinierend. Ja, das heißt, ich kann also in der Übung, in der intentionalen Inszenierung der Übung auch auf nicht intentionale Momente zurückgreifen. Die kann ich gleichermaßen, indem ich das implizit als Praxis ausführe, ja auch mit einholen. Das heißt, ich kann damit die impliziten Anteile einer intentional gerichteten Praxis als Praxis der Erziehung ausweisen. Damit wäre gegebenenfalls eine Möglichkeit eröffnet, ein altes Problem der Erziehungstheorie nämlich aufzugreifen, die nämlich bisher immer funktionale von intentionaler Erziehung unterschieden hat. Das könnte man hier sozusagen anders fassen, ohne diese Differenz einzuschleifen. Also gegebenenfalls könnten dann eben Gewohnheiten, Routinen, Habitus aus diesem Dual herausgelöst werden. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's.